Vers 46. Wenn die Flamme einer Kerze auf eine andere Kerze übertragen wird, so ist ihr Licht von gleicher Qualität, auch wenn die Flammen getrennt voneinander brennen. Ich verehre den urersten Herrn Govinda, der sich in derselben beweglichen Weise in seinen vielfältigen Manifestationen gleichermaßen offenbart. Erläuterung: Dieser Vers beschreibt die herrschenden Gottheiten Haridams wie Hari, Narayana und Vishnu, die alle persönliche Teile Krishnas sind. Die majestätische Emanation Krishnas ist Narayana, der Herr von Vaikuntha, dessen persönlicher Teil Karanodakashai Vishnu, der erste Ursprung, und dessen Teil wiederum Garbhodakashai Vishnu ist. Kshirodakashai Vishnu ist der persönliche Teil Garbhodakashai Vishnus. Das Wort Vishnu deutet auf eine alldurchdringende, allgegenwärtige und allwissende Persönlichkeit hin. Dieser Shloka veranschaulicht das Wirken der persönlichen Teile Gottes anhand einer spezifischen Beschreibung der Natur Kshirodakashai Vishnus. Die Persönlichkeit Vishnus, die Verkörperung der erhaltenden Eigenschaft Sattvaguna, unterscheidet sich stark von der mit weltlichen Eigenschaften vermischten Persönlichkeit Shambhus. Vishnus eigene Persönlichkeit ist der Govindas sehr ähnlich. Beide bestehen aus dem unverfälschten substanziellen Prinzip. Vom Wesen her ist Vishnu als das erhaltende Kausalprinzip mit Govinda identisch. Die erhaltende Eigenschaft Sattvaguna, die zu den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur gehört, ist unrein, da sie mit den Eigenschaften weltlicher Aktivität Rajaguna und Trägheit Tamaguna vermischt ist. Brahma ist ein abgesonderter, im Prinzip weltlicher Aktivität sichtbarer Teil Gottes, auch wenn er die funktionale Natur einer persönlichen Emanation Govindas hat, und Shambhu, der ebenfalls die funktionale Natur einer persönlichen Emanation Gottes hat, ist ein abgesonderter, im Prinzip weltlicher Trägheit sichtbarer Teil Gottes. Brahma und Shambhu sind als abgesonderte Teile zu verstehen, weil alle Wesen, die in den beiden in der spirituellen Essenz nicht vorhandenen Prinzipien weltlicher Aktivität und Trägheit sichtbar werden, eine Stellung in weitere Entfernung von Gott selbst oder seinen Emanationen zugewiesen bekommen. Obwohl die weltliche, erhaltende Eigenschaft vermischt ist, erscheint Vishnu die für die weltlich erhaltende Eigenschaft zuständige Emanation Gottes im unvermischt reinen, erhaltenden Prinzip, das ein Bestandteil der weltlich erhaltenden Eigenschaft ist. Somit ist Vishnu eine vollständige persönliche Emanation und gehört zur Kategorie der höheren Ishwaras. Er ist der Herr der illusionierenden Energie, hat aber keinen Kontakt mit ihr. Vishnu ist Govindas persönliche Emanation und wirkt in seinem Auftrag als die erste Ursache. Alle majestätischen Eigenschaften Govindas, insgesamt 60 an der Zahl, sind in seiner majestätischen Emanation Narayana zu finden. Brahma und Shiva sind mit weltlichen Eigenschaften vermischte Wesen. Obwohl auch Vishnu eine für eine weltliche Eigenschaft zuständige göttliche Erscheinung Guna Avatara ist, bleibt er von den Gunas unberührt. Das Erscheinen Narayanas in der Gestalt Mahavishnus, das Erscheinen Mahavishnus in der Gestalt Garbhodakashais und das Erscheinen Vishnus in der Gestalt Kshirodakashais
sind Beispiele für das allgegenwärtige Wirken Gottes. Vishnu ist Gott selbst und die anderen beiden Guna-Avataras sowie alle anderen Gottheiten sind Wesen, deren Autorität ihm untergeordnet ist. Von der persönlichen majestätischen Emanation des höchsten, selbstleuchtenden Govinda erscheinen Karanodakashai, Garbhodakashai, Kshirodakashai und alle anderen von ihm abgeleiteten persönlichen göttlichen Inkarnationen. Avataras wie Rama ähnlich übertragenen Flammen in verschiedenen Lampen. Sie alle erstrahlen durch das Wirken der spirituellen Energie Govindas.